Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch heute etwas erzählen von dem, was ich schon in dem anderen Video gezeigt habe, was scheinbar mein Auftrag ist, nämlich die Herzen zu öffnen und die Menschen in die Freude zu bringen. Ich hatte heute Morgen eine Begegnung, die sich wirklich in Anführungsstrichen rein zufällig ergeben hat. Denn eigentlich hätte ich heute ein Seminar gehabt und dieses Seminar fand aber nicht statt. So hatte ich Zeit, morgens schon mit dem Fahrrad ein bisschen durch die Natur zu fahren und habe dann an einer Stelle eine Dame aus dem Bus steigen sehen, von der ich wusste, oh, wir kennen uns. Es ist die Mutter einer Schulkameradin gewesen und mit dieser Mutter hatte ich in früheren Jahren schon deshalb ein bisschen mehr Kontakt, weil sie einmal als Begleitmutter auf eine unserer Klassenfahrten dabei war. Diese Mutter, ich will die jetzt nicht namentlich näher bezeichnen, aber wenn sie das hört, weiß sie schon, dass sie gemeint ist, hat vor 4 Jahren ihren Mann verloren. Und die beiden, das habe ich in den zurückliegenden Jahren immer beobachtet, weil ich die immer mal so in Anführungsstrichen zufällig traf, waren sehr innig. Naja, und als wir uns heute Morgen trafen, da habe ich zu ihr gesagt, oh, wie geht's dir denn? Und sie war gleich den Tränen nahe und hat sich aber zusammengerissen und meinte, ja, das ist immer noch so schwer und das wird auch nicht besser. Und ihr Blick war gesenkt und traurig und ihre Augen hatten kein Feuer. Und es war richtig so, dass sie mich fast mit zum Weinen gerührt hat. Und dann habe ich gefragt, ja, wie lange ist das denn jetzt her? Also wie lange ist ihr Mann denn jetzt tot? Und da sagte sie, ja, der ist jetzt 4 Jahre tot. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, das ist natürlich auch noch keine so lange Zeit und ja, mehr Worte habe ich dann gar nicht mehr in der Hinsicht an sie richten mögen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, weil ich selber wirklich davon überzeugt bin, beziehungsweise es für mich auch Beweise gibt, dass es so ist, habe ich so gesagt, sag mal, hast du denn manchmal das Gefühl, dass er bei dir ist, also ein Teil von ihm? Da meinte sie, ja, da war sie richtig erleichtert und wagte erste Schritte, sich zu öffnen und meinte, ja, ich habe eigentlich tagtäglich das Gefühl, dass er bei mir ist. Naja, und so erzählten wir und erzählten und erzählten und sie hat mir ganz viele Erlebnisse erzählt aus der Jetztzeit, also aus der Zeit, seit ihr Mann tot ist, wo sie aber immer wieder das Gefühl hat, dass er Dinge für sie regelt. Bestimmte Abläufe gestalten sich viel harmonischer. Sie bekommt irgendwelche Termine, die vorher unmöglich waren zu machen. Also sie sagt, sie hat immer das Gefühl, dass er dazwischen steckt. Und ich habe ihr das dann überhaupt nicht ausgeredet, weil ich im Rahmen meiner eigenen Erfahrungen und auch über das Thema Rückführung, die ich ja nach wie vor mit Menschen mache, durchaus ziemlich davon überzeugt bin, dass wir mit dem Tod eben nur unseren alten Körper begraben oder verbrennen, aber nicht das, was uns ausmacht, nämlich die Essenz. Und ich habe sie im Grunde genommen darüber, dass ich so offen war und es gewagt habe, das Thema so offen anzusprechen, komplett darin bestärkt, was sie immer gefühlt hat und was sie den anderen aber auch erzählt. Also das, sie hat es nicht für sich behalten. Ja, und warum ich das jetzt erzähle, ist, die Trauer ist ein Fass ohne Boden, wenn die Zuversicht fehlt und wenn die Wahrnehmung dessen, was sein könnte, will ich jetzt mal vorsichtig formulieren, auch fehlt. Also wenn man sich denjenigen als tot und weg und aus vorbei vorstellt, dann ist die Trauer natürlich wirklich ein endlos tragisches Unterfangen. Wenn man aber
davon ausgeht oder sich zumindest diese Hintertür offen lässt, dass es da noch was gibt und dass die Seele weiter existiert und dass die Seele womöglich auch weiter noch, ja, ich sag mal, zumindest auf Zuruf bei den Verbliebenen ist, also bei denen, die im Kontakt stehen, dann hat man eine Begleitung und sie brachte es dann so wunderschön auf den Punkt. Sie meinte, du, Carola, ich kann mir vorstellen, wenn ich hier auf dem Friedhof bin, da könnte ich könnte hier Tag und Nacht sein. Mir würde nichts passieren. Ich wäre immer beschützt. Und sie meinte damit, dass sie eben den Schutz ihres verstorbenen Mannes hat und dass sie sich komplett in Sicherheit fühlt. Ja, das ist doch eine schöne Botschaft, die das Leben mit Verbliebenen auf jeden Fall freudvoller, zuversichtlicher und dann auch wieder im Herzen angekommener gestaltet. Ich wünsche euch mit dieser kleinen, heute erlebten Geschichte viel Freude. Vielleicht habt ihr selber solche Geschichten auch schon erlebt und wollt das in den Kommentaren kurz vermerken. Dann macht dies gern und ich wünsche euch alles Liebe für den Tag und lasst euch immer ein Hintertürchen zu den in Anführungsstrichen Verbliebenen offen, denn eventuell sind sie näher, als ihr denkt. Ja, einen kleinen Nachtrag habe ich noch. Ich habe ja Kontakt zu jemandem, wenn der das jetzt hört, weiß er auch, wer gemeint ist, den ich einmal gebeten habe, Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen, obwohl das gar nicht seine Strategie oder seine Profession war bis dato. Und den habe ich gebeten, Kontakt zu meiner wirklich geliebten, verstorbenen Tante aufzunehmen. Und er hat das dann nach einigem Widerwillen auch getan. Und irgendwann habe ich ihn dann gefragt, ja, und was kam denn jetzt dabei raus? Was hat die denn erzählt? Und da hat er gesagt, das Erste, was sie meinte, war, ich habe endlich meinen 1974 verstorbenen Mann wiedergefunden. Das war das größte Glück, was sie sofort berichtet hat und berichten wollte. Ja, und jetzt kann man natürlich vom Verstand her sagen, der diesen Kontakt hergestellt hat, wusste der das alles? Nein, der hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das war so eine, auch für mich so eine Erkenntnis, ich habe das auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe irgendwie gedacht, keine Ahnung, was da jetzt von ihr für Antworten kommen würden. Vielleicht, dass sie immer mal nach uns guckt und immer mal bei uns ist. Und dass sie sich über dies oder jenes schon gefreut hat. Aber nein, es kam das, was sie in ihrem Leben so sehnsüchtig vermisst hat, nämlich ihren viel zu früh verstorbenen Mann endlich wiederzutreffen. Ja, und das habe ich der Mutter von meiner ehemaligen Klassenkameradin dann halt auch noch erzählt, dieses kleine Erlebnis. Ja, und das habe ich auch noch nicht gesagt. Als wir uns verabschiedet haben, haben ihre Augen einen Glanz gehabt, als hätte sie gerade richtig was Freudiges erlebt und sie war tief in ihrem Herzen glücklich. Und diese Freude, die ich im Grunde genommen dadurch initiiert habe, dass wir uns auf dieser Herzebene unterhalten haben, und ich da überhaupt keine Skrupel hatte, so tief einzusteigen, hat das alles bewegt. Das ist doch sehr schön. Wir sollten uns viel öfter, viel offener, wenn wir auf solche Themen ansprechen, darüber unterhalten. Und keine Angst davor haben, dass der andere in Tränen ausbricht oder dass man selber vielleicht mitweinen muss. Das ist nur menschlich.